Guten Morgen. Leiber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für deine Leib, für deine Güte. Du bist ein wunderbarer Gott und ich bete dich an diesem Tag, dass du zu uns redest, dass wir dein Wunderbares wird verstehen und du noch leben. Im Namen Jesu. Amen. Das Zeichen Vers 28 von Kapitel 21 von Matthäus. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den Ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete er, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Also das Mensch hat zwei Jungs. Diese zwei Jungs, das ist das Bild für uns Menschen. Die am Anfang, die Erste, handelt falsch. Er sagt, er will nicht, wie angehörsam. Nun hat er ihm das Leid, und dann korrigiert er sich ein Waschen leider doch. Der andere sagt, ja, aber das ist nicht. Nicht Jesus in der Frage, wer hat recht, dich gehandelt? Dann sah der Pharisäer, der Erste. Wenn sie quand im ersten Moment nicht so, sieht das dort. Der Zweite sieht ja, aber der da dort niemals. Und der Dritte Gottes ist meist wieder, das ist gehorsam. Da sagte Jesus, eins ist sicher. Die betrügerischen Zolleinnehmer und Huren kommen eher in Gottes neue Welt als ihr. Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch auf, zu Gott umzukehren, aber ihr wolltet nicht von ihm wissen. Die Betrüger und Huren dagegen folgten seinem Ruf und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet ihm immer noch nicht glauben. Also die Erste sehen, ist das Bild für all die, was gesündigt haben, das ist diese Zolleinnehmer, diese Huren und wie alle, was über Buße getan haben und umgekehrt am Gott geharrschen. Der zweite sind die, die religiös sind, die Fuzio seien, aber niemals diese wahre Buße in Gott gefunden haben und umgekehrt haben, um Gottes Wille zu tun. Ich glaube, das ist so wichtig, was Jesus hier lehren will. Dass es nicht genug ist, Jo sei oder nicht tun. Ans Glaube braucht ein Amt hier, dass Jesus will damit gleich wiese, dass ein Dünn wird von Leben, der vorher gehört hat, aber der wird nicht Amt hier in Gott und dann sehen will er dünn. Dann kommen die im Reich Gottes. Und dass ein Dünn, wo religiös die gewesen sind, wenn die nicht wirklich in Gott Amt hier und gehorsam sind, können die nicht im Reich kommen. Herr, ich bete, dass du uns selbst dein Wort verstehen, dass wir nach deinem Wort leben. Herr, dass wir dir herrschen, dass wir nicht bloß sei, ja, sondern auch tun. Ich bete dich im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.